Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute möchte ich wieder mit dir ein so wundervolles Gespräch teilen, ein Gespräch zwischen Anne von Annes Pilates und mir. Das Gespräch haben wir im Rahmen eines Instagram Live geführt. Und wir haben uns hier über das Thema Motivation und Verantwortung für das eigene Wachstum ausgetauscht. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dieses Gespräch ist so randvoll mit so vielen Impulsen und Themen, dass ich sie jetzt hier im Vorspann auf keinen Fall aufzählen kann. Deswegen mach dir selbst ein Bild, lass dich inspirieren und motivieren bei diesem so tollen Gespräch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ja, Anne, wie geht's dir? Wie bist du in den Freitag gestartet? Oh, herrlich, ich sag's dir. Sensationell. Ich hatte heute schon Pyjama-Pilates, heute Morgen um 7 Uhr und dann den Pilates-Quickie, also zwei ganz tolle Gruppen wieder mit wunderbaren Teilnehmern. Da kann einfach nur gute Laune aufkommen. Ekelhaft ja. Gute Laune, ja. Ja, ekelhaft. Und ich freue mich so, hier zu sein und ich freue mich, dass wir unser Live endlich nachholen. Genau. Richtig schön. Ja, ich habe mich auch mega darüber gefreut und auch über das Thema, weil das ist auch gerade bei mir sehr, sehr, sehr präsent, die Motivation und die Verantwortung für das eigene Wachstum. Wollen wir gleich richtig einsteigen? Ja, sofort, dann, lass los, legen. Dann vielleicht magst du mal so ein bisschen reingehen, was für dich Wachstum ist, für dich persönlich und wie du dich dafür motivierst. Ja, ich finde, vielleicht, um gleich vorweg zu sagen, Wachstum ist ja auch für jeden etwas anderes. Also zumindest hat es einen anderen Ausmaß. Für mich ist Wachstum, über meine eigenen Grenzen auch einmal hinauszutreten, mutig zu sein. Und manchmal ist Wachstum alleine schon über die Ängste, die man hat, herauszuwachsen oder wie gesagt, einen Schritt aus der Komfortzone zu machen. Und als Selbstständige mit Annes Pilates, wir hatten ja schon in deinem Podcast drüber gesprochen, da wird man quasi ja täglich gefordert zu wachsen. Und ich merke das aber tatsächlich auch nicht nur in meinem Beruf, sondern eben auch in meinem Privatleben. Und gerade was das in Kombination mit Motivation zu tun hat, hilft einem Motivation so sehr zu wachsen. Wachstum und Grenzen überschreiten muss nicht immer schwer sein, sondern es darf sich eben auch leicht anfühlen und gut anfühlen. Und deswegen war ich auch so begeistert von deinem Vorschlag zum Thema Motivation, weil ich finde, das hängt so eng miteinander zusammen und das übersieht man einfach manchmal. Habe ich auch lange übersehen. Ja. Ja. Was war denn das, was du übersehen hast daran? Also wie hast du das für dich jetzt im Nachhinein festgemacht? Ich sage einfach mal das beste Beispiel, Motivation zur Bewegung. Also Das war für mich das beste Beispiel. Ich bin von Hause aus eigentlich immer ein Sportmuffel gewesen, habe viel im Büro gearbeitet, habe Zeiten gehabt, in denen ich mich gar nicht bewegt habe, richtige Tiefs hatte, ein großes Burnout und da war ich so weit von Bewegung entfernt, das kann man sich nicht vorstellen. Und da war die Motivation, Sport zu machen, dieses Hirngespinst, ich möchte gerne in ein Bikini passen und alle Welt weiß ja, wie man im Bikini auszusehen hat und in dieses Bild möchte ich gerne passen. Mhm. Und das hat semi-gut funktioniert und war auch zum damaligen Zeitpunkt nicht der richtige Weg der Motivation. Heute weiß ich, dass Motivation sein kann, dass es Spaß macht, dass es leicht ist, dass es Schmerzen lindert. So viel mehr als irgendein Bild, was zum Teil ja auch von der Gesellschaft vorgegeben wird. Und da haben wir schon wieder dieses mit dem Wachstum. Allein dieser Klickmoment, der vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht hat, was Motivation sein kann, ist für mich schon ein Wachstum, wenn ich jetzt zurückblicke, für das ich ganz, ganz dankbar bin. Ja, danke für den Einblick. Ich möchte mal eine Situation kreieren, in der ich mich zum Teil auch gerade selbst befinde.
dass sehr, sehr viele sich temporär motivieren können zu wachsen. Du hast es gerade schon angesprochen, in der Bewegung, vielleicht auch in der Ernährung, in der, weiß ich, persönlichen Weiterentwicklung, dass man bewusst Entspannungstools für sich macht. Und dann ist diese temporäre Motivation da für die eigene Weiterentwicklung, ganz gleich, wie die aussehen mag. Und dann passiert etwas. Etwas passiert im Leben, was uns allen passieren kann. Wir werden krank, vielleicht sind wir auch andersweitig ausgehebelt. Du hast vorhin auch schon gerade gesagt, Burnout ist ja auch bei vielen Menschen ein Thema. Und dann ist erstmal Schluss. Und ich glaube, dass viele Menschen in so ein Loch reinfallen, so nach dem Motto, jetzt habe ich angefangen, ich habe jetzt die ganze Zeit so gut gemacht und jetzt ist Schluss. Jetzt ist vorbei. Und ich glaube auch, dass wir dazu neigen, als Menschheit insgesamt, kollektiv gesehen, immer einen Anfang und ein Ende haben zu wollen. Und wenn dann ja sowas kommt, dann ist jetzt der Deckel drauf, ne? Und Absolut. ich hatte jetzt eine längere Krankheitsepisode und fange jetzt wieder an. Und ganz viele fragen mich, und dein Level? Und heute erst hat eine Freundin wieder gesagt, also ich habe schon das Gefühl, dass du noch ein bisschen kurzatmig warst, weil ich sie beim Laufen habe ich ihr was raufgequasselt, weil ich gerne mal. Und natürlich, nach einer Krankheitsepisode ist es doch ganz normal, dass ich noch nicht wieder auf 100% bin. Weil mein Körper hat gerade Enormes geleistet. Der hat so für mich gearbeitet, für uns gearbeitet. Und da darf ich einfach wieder langsam reingehen, darf ihm die Zeit geben und darf neu anfangen. Und ich glaube, dass dieser Moment, wo dieses Ausbremsen kommt des Lebens, weil irgendetwas passiert, dass wir da einfach das sehen dürfen als Chance für vielleicht ein Bewusstsein zu erschaffen, was vielleicht noch ganz anders sein kann. Weil das, was jetzt nicht passiert für mich, ich habe die Möglichkeit, also ich konnte jetzt meinen Körper insgesamt ausruhen, konnte auch mal meine Defizite spüren, weil wenn man krank ist, merkt man die Defizite ganz, ganz, ganz massiv. Und konnte jetzt neu starten auf einer ganz anderen Ebene, mit einem ganz anderen Bewusstsein, mit einem anderen Fokus für meinen Körper. Und ja, bin jetzt so gespannt, was jetzt wirklich ist. Probiere jetzt ganz viele neue Sachen für mich aus. Und ich glaube, dass wir alle uns auch da selbst es erlauben dürfen, dass wenn ein Abschluss kommt, dass es immer wieder neu losgeht, dass es niemals das Ende ist, es sei denn, es ist wirklich das Ende. Es gibt ja auch so einen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Genauso. Absolut, absolut. Hast du das ähnlich auch schon bei dir so mitbekommen, dieses Gefühl von, na toll, jetzt habe ich so viel gemacht und jetzt geht es nicht weiter? Absolut. Und ein Wort ist mir sofort aufgefallen, was du gesagt hast, Bewusstsein. Das ist, ich glaube, genau der Knackpunkt, der die Wende bringen kann, wenn man so möchte. Es ist dieses Gefühl kenne ich auch, alles oder nichts Prinzip. Bleiben wir bei meinem Bikini-Beispiel, diesem absurden. So, dann arbeite ich die ganze Zeit auf dem Bikini hin. Der Körper kommt in Stress, der ist die Bewegung gar nicht gewohnt. Dann verletze ich mich, dann verliere ich die Lust. Da es hängt nämlich auch viel dran. Es darf Spaß machen. Es ist gar nicht leicht. Es fühlt sich wie eine Qual an. Und dann habe ich einen Tag, an dem ich vielleicht krank bin, so wie du sagst, ein Tief habe und da sage ich, nein, da mache ich heute gar nichts. Und am besten nehme ich mir noch die Frustchips dazu und schieb die in mich rein. Und Die dann, Pombeeren. genau, meine geliebten Pommes, die zu meinem Leben dazugehören dürfen. Und genau da ist der Punkt. Und für viele ist der Punkt, der, an dem das Training dann aufgehört. So, ich bin gescheitert. Und das ist dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ich muss alles, dieser Wettkampfgedanke. Es geht um ein Ziel. Ja, man darf ein Ziel haben. Aber für mich ist genau der Punkt dieses Bewusstseins das Ziel. Was möchte mein Körper heute? Ich bin ja auch nicht jeden Tag in der gleichen Stimmung. Und einmal, wenn draußen schlechtes Wetter ist und meine Stimmung vielleicht auch trüb ist, dann bin ich in der Stimmung dafür, hier auf dem Sessel zu sitzen und von mir aus auch die Pombeeren rauszuholen. Und an manchen Tagen bin ich hoch motiviert, mein Körper sprüht vor Energie und da könnte ich einen gefühlten Marathon laufen. Das variiert ja. Und dieses Bewusstsein erstmal für den eigenen Körper zu schaffen, sich auch erlauben, in dieser Stimmung zu sein, in der man gerade ist. Und vor allem, und das ist der Punkt,
wo es bei mir auch für mich persönlich einen Unterschied gemacht hat, sich nicht verurteilen dafür und sich selbst auch nicht böse sein. Ich finde, das Schlimmste, was man sagen kann, ist dann, oh, ja, jetzt hast du schon wieder angefangen, ja, jetzt kannst du schon wieder nicht, blöder Körper, blöder verdammter Körper. Auch da kann ich ja aus Erfahrung sprechen. Unser letztes Live hat nicht stattgefunden, weil ich eine Fußverletzung hatte vor meiner praktischen Fitnessprüfung. Das Schlechteste, was man machen kann, ist in diesem Moment böse zu sein. Nachgiebig mit sich zu sein. Was würde man tun mit, ich weiß nicht, mit einem kleinen Kind, mit einem Tier, mit einem Freund? Man würde ihm auf die Schulter klopfen und sagen, alles wird gut. Kümmere dich um dich, dass du schnell wieder zurückkommst und das tun kannst, was du gerne möchtest. Ja. Und um den großen Bogen, den ich jetzt gemacht habe, wieder zurückzuführen. Ja, Trainertum, die reden gerne. Ja, ja. Ist genau das der Punkt, was du am Anfang gesagt hast. Bewusstsein schaffen. Bewusstsein schaffen und bewusst wahrnehmen, was ist, sich nicht verurteilen, sondern annehmen, was ist, weil das menschlich ist. Diese Aufs und Abs gehören zum Leben. Und das zu akzeptieren und dann in gewisser Weise auch zu genießen, das ist für mich auch Motivation. Das gibt auch Motivation. Es wird auch besser. Genau. Du hast jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch angesprochen, die Motivation, das Motiv hinter der Motivation. Ich habe das bei mir sehr, sehr viele, viele, viele Jahre praktiziert, dass mein Motiv immer außenorientiert war. Ich habe immer der Bikini, wenn wir dabei bleiben, ich habe immer meinen Körper transaliert. Ja. Für ein gewisses Bild, was ich erschaffen wollte für das Außen. Und machen wir uns mal nichts vor, das Außen ist total scheißegal, ob ich in den Bikini reinpasse oder nicht. Und ich bekam gar nicht dieses Feedback, was ich mir so sehr erhofft habe, als ich dann meine Essen oder Essstörung ausgelebt habe und dann das vielleicht dann geschafft habe und dann dachte ich so, okay, gut, das interessiert gar keinen. Was ist passiert? Ich bin richtig, richtig abgefallen noch. Und ich habe dann auf einmal auch nicht mehr die Motivation gehabt. Auch wenn ich dann vielleicht dann etwas später dann aufgehört habe, also besser geworden bin mit dem Essen, für mich selbst auch eine Heilung gefunden habe, habe ich das ja dann kompensiert mit Sport. Das war ja dann die nächste Phase bei mir. Ja. Essen war wieder gut, dann kam Sport. Und auch der Sport war nur darauf fokussiert, ein Bild zu erschaffen für das Außen. Und das hat sich tatsächlich für mich so sehr geändert, als ich dieses Bewusstsein, diesen Fokus umgekehrt habe für mich. Für was mache ich das? Und dann passiert nämlich auch das, wenn wir einmal so in so eine Phase kommen, wo wir nichts tun können, wo wir vielleicht aus dem Training rausgerissen werden, wo wir aus dem Leben vielleicht komplett rausgerissen werden, dann kommen wir nicht an diesen Punkt, ich kann jetzt für das Außen das nicht mehr schaffen, sondern wir sind ja für uns da. Und wenn wir gerade krank sind, wenn wir uns verletzt haben, dann können wir einfach anfangen zu sagen, okay, für wen hast du es jetzt gemacht? Welche Faktoren hast du jetzt übersehen? Hast du dich vielleicht überlastet? Was ist passiert? Und um sich selbst da auch ein bisschen ehrlich gegenüberzustehen und die Verantwortung, da kommt jetzt das Wort, dafür zu übernehmen, dass alles, was wir tun mit unserem Körper, für unseren Körper, ja, bei uns bleibt und dass es nichts mit dem Außen zu tun hat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und die Erkenntnis, die ist bei mir mittlerweile so tief eingebrannt und dass ich auch mich nicht mehr damit zufrieden gebe, zu sagen, ich will bis zu einem Level, weil es gibt gar kein Level, es gibt gar keine Höchstgrenze, es gibt gar keine Untergrenze, es gibt so alles. Und ich probiere alles aus, um für mich reinzuspüren, ist es was für mich oder ist es was nicht für mich. Und da sind wir vielleicht auch als Trainer so ein bisschen an dem Punkt, wo ich immer ganz oft höre, und das kennst du ja wahrscheinlich auch, naja, was sagst du denn, was soll ich denn jetzt besser am besten machen? Und ja, sag mal und heile mal und tu und dies. Und natürlich sind wir dafür da, Menschen zu begleiten, Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu unterstützen. Aber der Fokus darf wieder zurückkommen zu dem eigenen Selbst, zu der eigenen Verantwortung für den Körper, weil niemand, du kannst noch so gut mich kennen. Und auch wenn wir vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren hier noch live gehen, wer weiß, wirst du niemals das fühlen können, was ich fühle. Du wirst nicht
den Muskelkater spüren, du wirst nicht die Nerven spüren, die Überlastung, die Entspannung, das wirst du nicht spüren. Und so ist es ja auch mit Klienten. Genau. Ja, absolut, absolut. Ich stimme dir zu 100% zu. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch in meinen Stunden immer versuche mit einzubauen. Dieses Bewusstsein, spüre in deinen Körper rein. Und das sage ich auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wenn es dir bei mir nicht gefällt, wenn du nicht das Gefühl hast, du möchtest in mein Training, eine Teilnehmerin ist ganz süß, sie sagt immer, ihr Schweinehund wedelt immer mit dem Schwanz, wenn er weiß, am nächsten Tag gibt's Training. Und genau das ist das passende Bild. Wenn das nicht der Fall ist, schau dich um. Schau dich um. Die Welt ist so groß, es gibt so viele Trainer, es gibt so viele Bewegungsformen und finde das, was dich glücklich macht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt Motivation. Was motiviert uns, Freunde zu treffen? Was motiviert uns, ins Kino zu gehen? Und was motiviert uns, ein Stück Kuchen zu essen? Es erfüllt uns. Es ist Genuss. Es ist eine Wohltat. Wir sind uns darüber bewusst, dass uns das gut tut. Und wenn wir das, so gut es geht, in jede Lebensform, in jeden Teil unseres Lebens einbeziehen, und damit meine ich auch die Bewegung, dann müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, motiviert mich das oder wie auch immer, dann wird es eine Freude sein. Und das ist genau der Punkt. Es darf sich leicht anfühlen und meine persönliche Meinung, es muss sich sogar leicht anfühlen, weil wir haben so viel Stress, so viel Druck im Leben, der von außen auf uns einprasselt, gerade in den aktuellen Zeiten. Sind wir doch nachgiebig mit uns? Lass uns bewusst sein mit uns und das tun, was sich gut anfühlt. So leicht ist eigentlich die Antwort, aber wir sind so in diesen Druck, dieses, ich muss ein Ziel erreichen, so in dieses System eingebrannt, dass, ich spreche da aus eigener Erfahrung, dass es ein ganz langer Weg für mich war, mir zu erlauben, Pausen zu machen, mir zu erlauben, nur Sport zu machen, der mir Spaß macht. Und nicht das, ich sag mal, also für mich ist so ein Aerobic-Workout nicht das, wo ich nämlich meine Erfüllung sehe. Für jemand anderen ist das genau das. Deswegen ist es genau das, was du sagst. Niemand kann jemand anderen sagen, du musst jetzt das tun. Du musst jetzt das tun, um dich wohlzufühlen. Und das ist die Verantwortung, die auch manchmal nicht ganz leicht ist, die wir für uns übernehmen dürfen. Ja, ja. Und wir haben Entscheidungsfreiheit. Wie herrlich ist das denn? Genau. Aber ich glaube, dass auch da die Krux liegt. Ja. Und ich glaube, wir haben ja eine ähnliche Erfahrung, wenn ich mich recht zurückerinnere, dass dieses Bewusstsein, dass dieser Switch von ich muss hasseln, ich muss hasseln, ich muss hasseln, weil nur Herz-Kreislauf-Geschichten bringen die Kalorien, die ich runterhaben möchte, um heute Abend das ganze Eis zu essen oder die ganze als Belohnung. Als Belohnung, genau, und so weiter und so fort. Und wieder zurückzukommen und zu sagen, Moment mal, was ist denn jetzt gerade das Bedürfnis? Was ist denn jetzt gerade das, was mein Körper braucht? Braucht er wirklich jetzt noch so ein hochintensives Workout? Oder braucht er vielmehr vielleicht eine Entspannung, sanfte Bewegungen, Mobilisierung des Körpers? Und ich habe das auch ganz oft bei mir selbst erlebt und ich sehe das jetzt auch ganz, ganz oft bei Menschen, die zu mir kommen, die sind mega sportlich, die trainieren bis ans Limit und die haben also eine gute Körperexpertise und trotzdem haben sie Schmerzen. Ja. Und für mich ist es auch immer wieder so diese Motivation, das sage ich auch immer in meinen Kursen, wenn ihr Schmerzen spürt, lasst euch davon nicht runterziehen, sondern seht diese Schmerzen als Motivation an, weil der Körper mit euch kommuniziert. Wie geil ist das, ja, denn wir haben den Körper, der mit uns spricht, der uns sagt, hey, guck doch mal dahin. Und dann sage ich auch immer, Leute, da wo es klingelt, ist meistens nicht die Klingel. Ja, kennt ihr von zu Hause. Deswegen, ihr dürft dann einfach mal auch euch mit euch selbst beschäftigen. Und könnte es sein, dass man dann auch einfach mal vielleicht in ein altes Schulbuch oder was man so hat, einfach mal aufschlägt und einfach mal sich damit beschäftigt, okay, wo gehen denn die Muskeln lang? Sich selbst auch mal anfasst auch einfach und zu sagen, okay, wenn jetzt das in der Hüfte zwickt, könnte es rein theoretisch sein, dass es von meinen Füßen kommt. Dass es vielleicht
von meinen Schuhen kommt. Dass wenn ich laufen gehe und meine Schuhe schon seit 3 Jahren anhabe und so stolz bin auf diese tollen Markenschuhe, die ja schon so lange halten, könnte es sein, dass es vielleicht einfach eine Zeit ist, sich neue Schuhe zu besorgen. Ja? Ja. Manchmal ist einfach die Antwort so simpel, doch wir lassen uns von einem Schmerz so gerne runterziehen, ignorieren teilweise auch sehr massiv, und da spreche ich auch aus Erfahrung. Und ja, was ich dann immer beobachte, ist halt dann diese Endsequenz, zum Arzt zu gehen, zum Physiotherapeuten zu gehen und zu sagen, hier, mach mal. Ich habe kaputt gemacht, du warst wieder ganz. Was natürlich nicht funktioniert. Also dafür ist unser Gesundheitssystem einfach auch schon so mega überlastet. Also dafür ist es auch nicht da. Genau. Magst du mal ganz kurz reingehen, wie du dich gefühlt hast, als du dich jetzt verletzt hattest mit deinem Fuß? Guter Punkt, weil ich wollte nämlich gerade sagen, zusätzlich, wenn man wenigstens zum Arzt geht, nein, in den meisten Fällen ist es, oh, ich habe hier noch 5 Schmerztabletten von vorletzten Jahr, die schmeiße ich mir alle einfach auf einmal rein, weil dann ist ja der Schmerz weg. Ja. Also das ist das, diese Kommunikation, die wir mit unserem Körper haben, diese Zeichen, die wir bekommen, werden nicht nur ignoriert, sondern auch gedämpft. Und wir machen immer und immer weiter. Und diese Verantwortung, ja, ignorieren wir. Beziehungsweise wir setzen uns über diese Verantwortung, selbst einen Einfluss darauf zu haben, wie es uns geht, völlig hinweg und schieben es auf Medikamente, auf einen Arzt, wir geben die Verantwortung ab, objektiv betrachtet. Aber wir können das ja gar nicht. Also von daher, es ist genau das. Also ich habe für meine Sportprüfung, bin ja Pilates- und Entspannungstrainerin und habe zusätzlich jetzt eine Prüfung für Group Fitness Training gemacht, um auch da aus der Komfortzone rauszukommen, um wachsen zu können. Und ich habe sehr intensiv geübt. Ich war hoch motiviert und mein Körper hat mir irgendwann gesagt, liebe Anne, diese Übung machst du aber nicht regelmäßig, so exzessiv. Das ist aber ein neues Gefühl für mich. Zu Recht. Ich habe sehr intensiv geübt und mein Körper hat mir irgendwann gesagt, so, jetzt hast du eine Überlastung am Fuß. Deutlicher Hinweis, du darfst jetzt Pause machen. Und ich war beim Arzt, um das Ganze prüfen zu lassen, damit es nicht in irgendwas wie Überlastungsbruch oder Ähnliches ausweicht. Es geht um Klärung, auch da Verantwortung dafür zu übernehmen, um zu schauen, dass es nicht schlimmer wird oder zumindest um es abchecken zu lassen. Und dann ist die Lösung tatsächlich Schonung. Und es ist vielleicht fürs Innerste, in meinem Fall, vor der Prüfung zu sagen, ich lege jetzt übrigens eine Woche lang nur die Füße hoch, obwohl ich gerne praktisch üben muss für eine praktische Prüfung, ist das nicht das Einfachste, wirklich. Also innerlich habe ich gedacht, wow, jetzt muss ich erst nochmal 5-mal tief ein- und ausatmen, bis ich wirklich ruhig bin. Aber diese Verantwortung zu sagen, ist das meine Entscheidung, was mit meinem Fuß passiert, ist das meine Entscheidung, was mit meinem Körper passiert, und egal wie wichtig eine Prüfung sein mag, nichts anderes ist so wichtig wie die eigene Gesundheit und die Verantwortung sich selbst gegenüber. Und das, um auch da den Kreis zu schließen zu dem, was wir vorher besprochen haben, in dem Moment nicht böse zu sein oder seinem Körper böse zu sein, nein, das ist ja alles hausgemacht. Zu sagen, alles ist in Ordnung, es ist, wie es ist. Ich kann in diesem Moment jetzt nichts anderes machen, als es geschehen lassen und alles auf mich zukommen lassen. Das ist herrlich, weil genau diese Sinuskurve, die wir in unserem Leben haben, die darf dann einfach ganz natürlich wieder nach oben gehen. Und was ist passiert? Ich konnte tatsächlich die Prüfung machen, habe mich auf Übungen konzentriert, die ohne Fuß sind und nur den Oberkörper betreffen. Und so hat sich das Ganze entkrampft, im wahrsten Sinne des Wortes, gelöst. Aber wenn wir etwas so festhalten, egal was, dann kann es ja gar nicht weitergehen, dann kann es nicht fließen, dann kann es nicht wieder in Schwingung kommen. Wenn wir verkrampft an etwas halten, dann was passiert? Es verkrampft sich nur noch mehr und das betrifft das Innere, das Äußere, und das ist genau der Punkt, loslassen, es geschehen lassen und das akzeptieren, was ist, ohne böse zu sein, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja, dieses Böse sein, dieses Selbstverurteilen. Und ich glaube, dass es auch ganz oft dann hier dann wieder in so eine Endstation reinkommt. Ja. Und das ist ja alles, ich sag mal, Dinge, die uns ja Energie ziehen
Und ich glaube, gerade in solchen Momenten, wo wir vielleicht so an so eine Grenze stoßen, an so eine körperliche Grenze, die wirklich mahnend ist. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Varianten von Grenzen. Aber diese mahnenden Grenzen, wo der Körper mit uns kommuniziert, wo er sagt, hier, das zwickt und ich mache jetzt hier nicht so einen Quatsch, weil ich mache kein Smalltalk mit dir, sondern alles, was ich dir sage, ist wichtig. Ja, vielleicht dürfen wir das auch mal auf unser Leben ein bisschen übertragen. dass wir das auch wirklich ernst nehmen, dass wir da hinschauen. Und ich glaube, dass viele, viele, viele wirklich böse Verletzungen, sage ich mal, selten tatsächlich von heute auf morgen kamen, sondern dass dann oftmals immer so Anzeichen waren. Aber wir als Mensch neigen wir so sehr dazu, so sehr uns selbst zu ignorieren und da nicht hinzuschauen und vielleicht uns sogar Ausreden zu packen. Und so eine typische Ausrede, die ich ganz oft höre, ist so, ja, das ist halt das Alter. Ich kann das nicht mehr machen, ich bin viel zu alt dafür. Komm erstmal in mein Alter. Jedoch glaube ich, dass das eine Grenze ist, die wir uns selbst setzen, um dann nochmal zurückzukommen. Und dass er vielleicht einfach auch diese Selbstaufgabe, dieses, okay, mein Körper, der sagt mir jetzt eigentlich nur noch, dass alles wehtut, aber anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, das als Motivation zu nehmen, okay, es zwickt, es zieht, es, das funktioniert nicht mehr so, die Motivation daraus zu ziehen, zu sagen, hey, du sagst mir jetzt was und ich kläre das ab beim Arzt, was du, ist ganz wichtig, also das sehe ich auch so, dass wir da alle dieses Tool als Arzt, also ich will es nicht verteufeln, und die Ärzte in unserem Leben sind so wichtig, um da ganz einfach eine Expertise zu haben, um zu sagen, okay, gut, es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie ja XY-Zeit irgendwie in den Gips muss oder irgendwas, sondern okay, der Weg ist frei, dass ich mich motivieren kann, hinzuschauen, woher es kommt, mir die Defizite anzuschauen, was darf ich denn trainieren? Darf ich meine Fußmuskulatur trainieren? Darf ich vielleicht meine Oberschenkelmuskulatur trainieren? Und so weiter und so fort. Was ist denn in meinem Alltag? Den eigenen Alltag mal zu beleuchten. Was benutze ich denn im Alltag? Denn wenn wir mal ehrlich sind, benutzen wir ganz, ganz oft von unserem komplexen Körper nur die Beine. Ja. Beim Aufstehen aus dem Auto, die Treppe vielleicht hochgehen und dann wieder ins, weiß nicht, auf die Couch setzen. Und ja. Ich glaube, wenn wir die Motivation aus solchen Dingen, aus solchen schmerzhaften Dingen, aus einem kleinen Ziehen bereits rausziehen, mal näher hinzugucken, was denn bei uns ist und den Fokus weg von diesen ästhetischen Faktoren im Außen hin zu uns selbst, dann können wir auf jeden Fall daraus ein Konstrukt von einer festen Motivation für das eigene Wachstum erschaffen. Was motiviert dich denn zum Beispiel? Was ist so deine persönliche Motivation zu sagen, ich mache Pyjama-Pilates? Ja, das ist eine ganz besonders gute Frage, weil du ja weißt, dass ich eigentlich ein Morgenmuffel bin und eigentlich 6.30 Uhr und 7 Uhr gar nicht meine Zeit ist. Ja. Und um vorher noch zu sagen, du hast mir gerade aus dem Herzen gesprochen. Also ich habe gerade erzählt von der Zeit, als ich noch ein Bürohocker war, in der Berufsbildung gearbeitet habe, hoch motiviert war schon, aber ich habe gar nichts mit meinem Körper gemacht. Und daraus ist ganz viel entstanden, worauf ich gar nicht gehört habe. Nicht nur ein Burnout, sondern ich habe Arthrose in der Lendenwirbelsäule bekommen. Meine beiden Knie sind kaputt gegangen. Meine Füße sind kaputt gegangen. Also wie man sieht, ich habe ganz viel Disbalancen. Und ich war zwischenzeitlich an einem Punkt, da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Asthma zusätzlich dazu. Und ich war ganz unten und ich habe auch den Deckel drauf gemacht. Und ich muss sagen, heute bin ich Pilates-Trainerin und kann sagen, ich bin schmerzfrei. Ich kann mich gesund durchs Leben bewegen. Ich brauche kaum noch Medikamente, um irgendwie frei atmen zu können. Wirklich Tendenz zu gar nicht. Eine Entwicklung, die ich vorher auch nicht so positiv erwartet habe. Also von daher, genau das ist auch meine Motivation. Man kann einen Unterschied machen. Und dazu muss man nicht wild in der Gegend rumhüpfen, wenn man merkt, oh, hüpfen ist nicht meins. Sondern allein die Motivation, schmerzfrei durchs Leben zu gehen. Ich habe manche Teilnehmer, die sagen, ich kann das erste Mal wieder mein Kind vom Boden aufheben und kann es ohne Schmerzen aus dem Rücken nach oben stemmen.
Eine andere Teilnehmer hat gesagt, ich kann das erste Mal im Fersensitz sitzen, ohne Schmerzen zu haben. Das sind so ganz Wie simple, cool. kleine Sachen, Ja. wo ich denke, wow. Oder wenn dann die Rückmeldung kommt, ich mochte nie Sport und du warst wirklich die letzte Möglichkeit. Du hast versprochen, Sport kann Spaß machen. Ich habe dir nicht geglaubt, aber ich habe die Probestunde gemacht. Und jetzt bin ich Cool. bei dir schon seit Wochen. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe richtig Gänsehaut. Das ist, weil es genau das widerspiegelt, so wie ich mich gefühlt habe. Und genau aus dem Grund des Anis Pilates entstanden, Bewegungen, die einfach für einen selbst gut sind, die Schmerzen nehmen, die gut tun, die Spaß machen, verrückt. Bewegung macht Spaß. Und mit dem Ziel vielleicht, mit 99, hattest du nicht gesagt, du möchtest 99 werden? Genau. Mindestens. Mindestens, selbstverständlich. Sich auch noch selbst bücken zu können und selbst die Schuhe zubinden zu können. Ist das nicht ein herrliches Ziel? Also von daher, das ist meine pure Motivation, dieses gute Gefühl, dieses Gefühl von Leichtigkeit, was man in jedem Fall wieder zurückbekommen kann. Und ich spreche da aus innerer und äußerer Erfahrung und kann einfach sagen, es funktioniert. Der Punkt ist, die Hoffnung nicht zu verlieren und sich selbst nicht aufzugeben. Auch das ist eine Verantwortung. Es geht weiter, auch wenn es gerade ein großes, großes Tief ist. Man kommt daraus, aber es ist die eigene Entscheidung und Verantwortung. Und da haben wir es wieder, Motivation, da rauszukommen. Und für mich ist die größte Motivation genau das. Es darf sich leicht anfühlen. Es darf Spaß machen. Und ich vergleiche es immer gerne. Meine Teilnehmer lachen schon. Es gibt doch diese Übung mit Äpfelpflücken, indem man die Hände hochhebt. Ja. Die heißt bei mir Pralinenpflücken. Weil es, man einfach noch einen Millimeter weiter hochkommt, wenn man an Pralinen denkt. Und warum darf man sich das Leben nicht genauso schön machen mit den schönen Dingen, die man liebt? Einfach, weil wir uns das selbst schuldig sind. Wir haben dieses eine Leben oder nach verschiedensten Auffassungen vielleicht noch mehr. Aber in dem Moment sind wir genau hier. Und wenn ich jetzt heute hier Schmerzen habe, ist es meine Entscheidung, ob ich die Schmerzen noch nächste Woche habe oder nicht. Oder zumindest, ob ich etwas dagegen tun kann. Und auch damit meine ich Schmerzen vielleicht im Äußeren, aber auch im Inneren. Also du merkst, oh, das ist so ein Herzensthema. Das ist der, definitiv. Ja, kriege ich einfach Gänsehaut. Ja, aber ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir auch alle mal was haben. Also es gibt natürlich Krankheitsbilder, da habe ich erst mich gestern mit einer wundervollen Frau ausgetauscht, die jetzt hier gerade, also die wirklich akut Schmerzen, Entzündungen im ganzen Körper hat. Und ich glaube, auch hier dürfen wir ganz einfach unseren Blick darauf wenden, was uns gut tut. Natürlich, wenn wir krankheitsbedingt unter Schmerzen leiden, dass da Tabletten natürlich eine Therapieform sein können, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, die natürlich aus medizinischer Sicht ja Pflicht sein müssen, aber dass wir trotzdem, trotz all dem, uns darauf fokussieren, okay, der Körper zeigt mir jetzt was. Und vielleicht weiß ich jetzt noch nicht, was er mir damit zeigen möchte. Aber ich kann mich darauf fokussieren, wenn ich das und das tue, tut mir das gut. Tut mir das gut. Und nicht den Bikini oder, weiß nicht, der Tüte Chips oder sonst wen, sondern tut mir das gut. Okay, dann schreibe ich mir das auf, das mache ich jetzt öfter. Das mache ich jetzt und dann schaue ich mal. Wenn ich das jetzt jeden Tag mache, tut es mir vielleicht nicht gut. Ja. Aber wenn ich es nur alle 2 Tage, alle 3 Tage mache, kann ich dadurch vielleicht richtig wachsen, kann vielleicht Muskulatur aufbauen, die vielleicht irgendetwas entlastet, wodurch die Entzündung heilen kann. Weil unser Körper ist ja so intelligent, der kompensiert die ganze Zeit, der macht die ganze Zeit was. Und wenn wir so ein bisschen wieder das Feingefühl haben für unsere eigenen Bedürfnisse, dass wir auch mal unseren Körper wieder spüren, ihn mal anfassen, mal einfach mal fühlen, okay, wo ist denn der Muskel, wo ist denn die Sehne, was zieht denn da, was ist denn das? Und nicht googeln Achillessehnenentzündung, weil das bringt dich auch nicht weiter, sondern einfach mal aufzuhören, dich mit anderen Berichten, mit anderen Körper zu vergleichen, sondern mal reinzuspüren, zu sagen, okay, da zieht jetzt was. Ich lasse es abklären und danach gucke ich, was mir gut tut. Tut mir zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, das Springen gerade temporär gar nicht gut. Könnte es sein, dass ich jetzt mein Sprunggelenk seit 30 Jahren nicht belastet habe und jetzt anfangen will, einen, weiß nicht,
Trampolin zu springen oder was auch immer, ja. springen sei. Könnte es sein, dass es total nach hinten losgeht? Natürlich. Weil unser Körper ist nun mal nicht das, was wir teilweise von ihm erwarten. Natürlich ist es in unserer Gesellschaft schwierig. Ich sage ja immer diesen berühmten Job, diesen berühmten Spruch, in einer Welt, wo Amazon am gleichen Tag liefert, fällt es uns schwer, unserem Körper mehr zu gewähren. Ne? Das soll sofort sein. Und das ist etwas, wo wir wieder Geduld reinbringen dürfen, in Verbindung mit Motivation, um zu merken, dass wir immer wachsen können, dass wir uns immer weiterentwickeln, auch wenn so unsere Körper vielleicht vom Äußerlichen älter werden, haben wir trotzdem die Möglichkeit, so, so, so vielschichtig zu wachsen. Vielleicht nicht in der Leistungskurve nach oben, aber vielleicht ist es ja auch so ein Wachsen in die Länge, in die Waagerechte. Ja, ja. In die Entwicklung. Das, genau, die Entwicklung, ganz lange selbstständig zu sein, ganz, ganz lange dieses Gleichgewichtsgefühl zu haben, diese Sicherheit. Ich gehe hier ganz, ganz straight durch. Ich kenne eine Frau aus meiner Heimatstadt und die wird liebevoll Frau Regina genannt. Und diese Frau ist, das ist grandios. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber als ich Kind war, war sie schon alt. Und ist immer mit ihrem Klapprad unterwegs, egal ob es stürmt, schneit, whatever. Die ist immer unterwegs, die geht schwimmen, die macht, die tut. Und wenn ich die treffe, hat die immer gute Laune, die strahlt, die ist so, so herzlich und hat immer ein nettes Wort. Und das ist so, das ist das, was ich für mich erreichen möchte. Ja. Und das im hohen Alter, mir das zu bewahren und nicht dieses Verbitterte, dieses, oh, das tut alles weh. Und wenn mich jemand fragt, und was gibt's bei mir Neues? Ah, du, da höre ich nicht mal auf. Ich war diese Woche schon 5-mal beim Arzt. Ah, gut. Ja, es ist genau das. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast es mehrmals gesagt. Und genau so ist es. Unser Körper ist so schlau. Und der ist nicht nur schlau, dass er vieles kompensiert, sondern der ist auch schlau, das, was nicht gebraucht wird, das merkt er sich und sagt sich, ach, das brauchen wir ja gar nicht, das baue ich mal ab. Ah, ja. Kniegelenk wird nicht benutzt, Knorpel, ah, das bauen wir ab. Ah, wenn das nicht bewegt wird, da kommen auch keine neuen Nährstoffe rein. Also das ist, es ist alles ganz logisch und verständlich. Und das ist genau der Punkt. Wenn der Körper, du hast es gesagt, 30 Jahre lang dieses Gelenk nicht nutzen brauchte oder das Sprunggelenk eben, dann wird er jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ah, also morgen brauchen wir das wieder. Ja, dann bauen wir jetzt mal alles wieder auf, was wir die letzten 30 Jahre nicht gebraucht haben. Genau, Ersatzteile bei Amazon bestellt. Ganz genau, Amazon liefert schon. So läuft es halt nicht. Aber das ist ja, wenn man versteht, ah, auch da, das war meine Verantwortung. Ich habe das gemacht. Wie in meinem Fall. Es war meine Verantwortung, dass ich Arthrose in der Lendenwirbelsäule habe. Das habe ich mir zugemutet aufgrund meines Nichtwissens und auch meiner Nichtverantwortung mir selbst gegenüber, meiner Nichtmotivation daran, etwas zu ändern. Aber jetzt heißt es nicht, dass ich für alle Ewigkeit unbeweglich irgendwo sitzen muss. Nein, lieber jetzt nutze ich die Möglichkeit, das, was ich an Knorpel, Bandscheibe, wie auch immer noch habe, das zu erhalten und schmerzfrei, so gut es geht, schmerzfrei zu sein. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn wir irgendwann aufgeben, es wird dadurch nicht besser, die Tendenz wird ja schlimmer. Und das, was du sagst, diese Entwicklung auf einer Ebene. Und wenn es nur das ist, dass wir sagen, ah, den Status quo, den ich jetzt noch erhalten kann, den behalte ich bei, so gut es geht, weil ich es mir wert bin, weil ich nicht möchte, dass es noch mehr wehtut, dann ist das doch schon ein ganz wunderbares Ziel. Definitiv. Ja, also, so wahre Worte, ich danke dir. Du sprichst mir aus der Seele, das ist genau der Punkt, dieses... Erstmal, wer sagt, dass man wer ein Bikini tragen darf? Und das Zweite, jetzt im Rückblick auf mich selbst, würde ich mir gerne sagen, hör mal auf, denk mal drüber nach, worum es wirklich geht. Aber ja. Ich glaube, dass ich auch da aus meiner Geschichte kann ich sagen, vielleicht ist es wichtig, manchmal einen Punkt zu erleben, an dem es weh tut, um erstmal ins Denken und Nachdenken darüber zu kommen. Und das entspricht ja auch deiner Geschichte. Du hast auch sehr viel erlebt und ich wünschte, es würde manchmal einfachere Möglichkeiten geben zu lernen, aber wir Menschen auch da und die Gesellschaft an sich hat den Hang dazu, dass erst etwas passieren muss, damit wir in den Gedanken kommen, überhaupt etwas ändern zu können.
Ganz genau. Deswegen finde ich es so schön, dass wir uns hier unterhalten können, weil vielleicht kann man den einen oder anderen Anstoß geben, um den einen oder anderen vor dieser schlimmen Erfahrung ja, zu bewahren und vielleicht schon vorab über das eine oder andere nachzudenken. Hm. Dazu habe ich noch einen Gedanken. Was ich habe auch ganz in der Anfangsphase mir ganz oft gesagt, ach, das hätte mir das doch jemand gesagt. Hätte doch jemand einfach gesagt, hey Puppe, jetzt hier funktioniert nicht, mach mal anders. Ich zeige dir, was Alternativen sind, beispielsweise. Ja. Das Problem an der Sache ist, in einer Zeit von Google und Co. wissen wir rein theoretisch alles, wenn wir es wollen. Wenn ich damals gewollt hätte, und damals gab es auch schon Google, also naja, das hat ein bisschen gedauert, bis man da reinkam. Aber es gab auch einen Haufen Bücher. Also also rein theoretisch hätte ich es gewollt, hätte ich auch ein Buch aufschlagen können und hätte einfach mich damit beschäftigen können. Aber ich war noch gar nicht so weit. Ich war in diesem tiefen Strudel drinne und mir hat das Bewusstsein dafür gefehlt, dass ich tatsächlich eine Verantwortung habe und dass all das, was ich tue, natürlich was mit meinem Körper macht, natürlich was mit meiner Psyche macht, natürlich einen mega Einfluss insgesamt auf mein Leben hat. Und dann kam halt auch die Phase, wo ich ganz viel konsumiert habe. Als ich dann so ein bisschen wach geworden bin, habe ich ganz viel konsumiert, habe es aber nicht umgesetzt. Und ich glaube, da sind auch ganz, ganz viele Menschen ja auf dem gleichen Weg. Sie konsumieren so gerne das Leben von anderen, die Dinge von anderen. Ich habe ganz viele Frauen, die immer sagen, oh, ich gucke dir so gerne zu bei deinen Workouts. Ja, das ist total zauberhaft. Bringt dir bloß rein gar nichts. Ja, das bringt dir nichts. Und dieses Konsumieren von Informationen und von anderen Leben bringt uns nicht weiter. Wir dürfen also die Information klar nehmen, ohne Informationen als Kompensation zu nehmen und für uns anwenden. Das ist auch der Grund, wo ich dann auch irgendwie ganz, ganz viele, die ich begleite jetzt im Coaching an sich, wo es jetzt auch darum geht, wie baue ich was auf und so weiter und so fort, geht es immer ganz, ganz, ganz oft darum, ah, ich verfall so im Instagram, Facebook gucken oder gucke hier zig Segeln hintereinander, wo ich dann auch immer sage, frage dich doch mal selbst, wie viel Information dein Körper aufnehmen kann, damit du sie umsetzen kannst. Ich recherchiere auch mal, gerade für einen Podcast recherchiere ich so viel, für wo ich Menschen finde, die wirklich einen Mehrwert bringen in diese Welt, die auch zum Thema passen bei mir. Da gucke ich so viel und natürlich könnte ich jetzt stundenlang mich verdaddeln. Bringt mir bloß rein gar nichts, weil die Informationen irgendwann gar nicht mehr in meinem Kopf bleiben und ich dann so viele Menschen gesehen habe, wo ich dann null Beziehung dazu aufbauen kann. Und ich glaube, darum geht es auch, diese Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen und nur so viel Information zu konsumieren, auf eine Art und Weise zu konsumieren, wie sie mir gut tut und wie ich sie selbst für mein System umsetzen kann. Dass ich weiß, okay, zum Beispiel, wie du sagst, Sport ist gut, aber erstmal fühlen. Bewegung tut gut, okay, fühlen. Wie viel brauche ich denn? Weil das, was wir hier erzählen, die Geschichten, die wir haben, sind unsere Geschichten. Jeder hat einen eigenen Körper, jeder hat ein eigenes Immunsystem, jeder hat ein eigenes System, was ganz individuell reagiert auf die verschiedenen Dinge, die wir ja in dieser Gesellschaft an Möglichkeiten haben. Und es ist ja wirklich grandios, was wir an Möglichkeiten haben. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn ich da so reingrätschen darf. Darfst du? Das ist nämlich der Punkt. Wir googeln, also erstmal nochmal zum Punkt Krankheiten googeln. Also da geht man ja kranker raus, als man begonnen hat. Deswegen, das ist ja schon der Anfang vom Ende, wollte ich schon sagen. Aber genau das ist es. Wenn wir uns informieren, diese Vielfalt an Informationen und vor allem Menschen, die sagen, ich bin genau der, der dir helfen kann oder diese eine Methode, das ist das Einzige, was geht, das bringt mich schon immer ins Zweifeln, weil vielleicht ist derjenige super davon überzeugt. Ich bin auch super von Pilates überzeugt, weil Pilates meine persönliche Rettung war. Die muss aber nicht für jeden die Rettung sein. Das ist nämlich genau der Punkt. Und da sprichst du mir auch schon wieder aus der Seele, weil wir sind so unterschiedlich. Und unsere Verantwortung ist, aus diesem ganzen Wust an Ernährungstipps, an Sporttipps, an allem, was es da gibt, uns das auszusuchen, worauf wir Spaß haben, das ist das Erste, weil ich glaube, das ist Motivationsfaktor Nummer 1. Und dann zu prüfen, das macht mir Spaß, tut es mir gut.
Und dann sich auszuprobieren, reinzufühlen in verschiedenste Sachen und dann, wenn es Klick gemacht hat, dann da dran zu bleiben. Und da müssen wir dann gar nicht mehr drüber nachdenken, oh, wo findet die Motivation statt, sondern wenn wir so vorgehen, dann finden wir automatisch das, was genau wie Schlüssel-Schloss-Prinzip in unser Schloss passt. Und ich denke, dass das auch Fluch und Segen zugleich ist, wie du es auch schon gesagt hast. Diese Vielfalt an Informationen, ich kann ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie oft ich Diäten ausprobiert habe, Low Carb, noch und nöcher und was weiß ich was, bis ich gemerkt habe, nur weil das bei dem einen funktioniert hat, muss es nicht bei mir klappen. Ich liebe Brot. Ich möchte Kartoffeln in meinem Leben haben. Es macht mir keinen Spaß ohne. Dann ist es das Richtige. Also ich glaube, da hatten wir es auch schon davon. Deswegen, es ist auch da, die Verantwortung sich selbst gegenüber, nicht irgendwas nachzumachen, sondern egal auf welcher Ebene, Verantwortung für sich und seine eigene Gesundheit zu übernehmen. Und dazu gehört geistige, seelische Gesundheit genauso dazu. Ja, definitiv. Noch Wort zum Freitag. Ja, genau. Ein Gedanken, den ich auch dazu noch habe, ist, dass wir uns auch oftmals so Art traumatisieren. Weil Traumata ist ja dieser Moment, wenn etwas zu schnell zu viel wurde für unser System, also sowohl mental, psychisch als auch körperlich. Und dieser Spruch beispielsweise, Sport ist Mord, ist ja letztendlich nur ein Zeichen dafür, dass eine gewisse Sportart, die dieser Mensch ausprobiert hat, für ihn so traumatisiert hat, dass er das tatsächlich so interpretiert. Und das ist ja tatsächlich so, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach komplett überfordert sind damit und die sich da wirklich traumatisieren auf eine Art und Weise. Ja. Und auch eine Verletzung kann eine Art Traumata darstellen. Und das ist aus meiner Sicht ja auch so wichtig, dass wir uns es trotzdem erlauben zu sehen, unser Körper ist anatomisch dafür ausgelegt, dass er sich bewegt. Und Bewegung hat erstmal nichts mit Hochleistungssport zu tun. Genau. Insgesamt nicht mit Sport. Und dass wir ganz einfach, und ich hatte es schon gesagt, dahin spüren, was tut mir gut? Tut es mir vielleicht gut, auch wenn alle jetzt gerade total im Joggingfieber sind, tut es mir gut, zu gehen, zu walken, auch wenn es irgendjemand abwertet. Weil das ist, ich glaube, die Menschen, die andere Menschen dafür abwerten, dass sie vielleicht weniger machen als sie aus ihrer Sicht, sind, glaube ich, die Menschen, die am unzufriedensten sind. Weil die vielleicht gerade die Menschen sind, die vielleicht laufen für etwas anderes und nicht für sich. Also so sehe ich das immer. Und dass wir weggehen von dem, was andere denken, was andere vorgeben, das, was du auch sagst, was für den anderen funktioniert, muss noch lange nicht für mich selbst funktionieren. Und dieses Reinspüren, was tut mir gut, ich nehme es als Motivation an, jetzt etwas zu finden, was mir gut tut, um schmerzfrei zu sein, um beweglich zu sein, um meine Kinder hochzuheben. Wie oft hat man das? Ich bin zweifache Mutter, ich kenne das auch von meiner Tochter noch, also die erste. Oh, meine Schultern waren so verspannt, die waren steinhart. Und was habe ich gemacht beim Stillen? Ich doch irgendwie da. Und was habe ich? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Klar hatte ich Zeit. Ja, also das ist so, ja, das durfte aber auch erstmal ankommen, zum Entwicklungsprozess. Ja. Und wenn ich da noch kurz sagen darf zum Thema Zeit, auch das war ein Punkt, der bei mir auch erstmal ankommen musste oder durfte. Ja. Wenn ich Sport gemacht habe, dann total exzessiv, mehrere Kurse hintereinander. Dann war ich im Studio, habe noch Geräte gemacht, danach nochmal einen Kurs. Auch da, es reicht ein kleiner Zeitraum. Lieber viel und wenig und so, dass es für dich noch Spaß macht, als einmal ganz viel und dann gar nichts mehr. So ist zum Beispiel auch Pyjama Pilates entstanden. Das sind 30 Minuten. Für manche ist das nicht genug, aber 30 Minuten Bewegung am Tag, direkt im Schlafanzug, vom Bett auf die Matte geplumpst, von mir aus ohne Zähne putzen, genauso wie wir sind, genauso ist das entstanden. Nicht fürs Gutaussehen. Wir sitzen da sehr natürlich, wenn ich das so formulieren darf. Und das ist herrlich, das ist perfekt, weil wir alle gleich in dem Moment sind. Wir sind dafür da, uns für den Tag vorzubereiten, uns diese 30 Minuten Wohltat zu gönnen.
Und das ist der Punkt. Und deswegen fand ich das gerade so schön, als du noch die Zeit angesprochen hast. Genau das. Es gehört mit zur Motivation. Wenn ich weiß, oh, ich brauche jetzt 2 Stunden dafür, ja, dann ist es wie ein großes Damoklesschwert und beängstigt vielleicht auch und sagt, oh, dafür habe ich auch keine Zeit. Kann sein. Da hätte ich vielleicht auch keine Zeit dafür. Aber 5 Minuten, 10 Minuten, einfach nur mal Strecken durchbewegen, dafür ist Zeit. Und dann ist auch da wieder die Verantwortung, was würde es denn auslösen, dass ich die 10 Minuten Zeit habe? Also, ist ein nicht ganz charmantes Beispiel, aber mein Vater hat früher gesagt, wenn du jetzt 1000, damals D-Mark, 1000 D-Mark dafür kriegen würdest, würdest du 10 Minuten Zeit dafür haben. Also es ist die Frage, wie ist der Ansporn? Für manche ist Geld, für manche ist was anderes der Ansporn, aber das ist genau der Punkt. Was ist der Casus Knactus, der dich motiviert? Und den Trigger finden und dann findet man Zeit. Ja, definitiv. Und ich habe auch gerade passend dazu heute Morgen beim Laufen einen Podcast gehört, wo die Frau gesagt hat, es reicht rein theoretisch, wenn du 1% deines Tages mit etwas Neuem beschäftigst, was dich in diese Richtung führt. Also wenn wir davon ausgehen, dass du jeden Tag 10 Minuten ein Jahr lang für dich tust, dich vielleicht in 10 Minuten bewegst, einfach nur vielleicht mal 10 Minuten spazieren gehst, vielleicht am nächsten Tag 10 Minuten, ja, dich rotierst, dich einfach, weiß nicht, tanzt und einfach so versuchst, so viel wie möglich von deinem Körper zu bewegen. Wenn du dann am nächsten Tag halt Pilates machst, 10 Minuten, whatever, wirst du innerhalb eines Jahres wird dein Körper daran gewachsen sein. Er wird die Bewegung, die neuen Impulse, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag waren, wird er als Einladung nehmen zu sagen, aha, gut, wir bewegen jetzt wieder was, wir fangen mal an, damit zu arbeiten, wir fangen mal an zu kompensieren und wir fangen jetzt an zu wachsen. Wir fangen jetzt an, jetzt hier ganz, ganz viel reinzustecken. Und was ich auch ganz oft sehe, das ist, Motivation hat aus meiner Sicht viel, viel, viel was mit unserer eigenen Energie zu tun. Wenn wir früh morgens aus dem Bett steigen und null Energie haben, total fertig sind, weil die Nacht total grausam war, weil so viele Faktoren einfach da rein spielen, dann zu sagen, ja, der Chef ist dran schuld, der hat XY gesagt, die Kollegin, die hat irgendwas gesagt, das, dies, jenes, ich habe keine Energie. Es ist aber unsere Energie. Und wenn uns gewisse Dinge nicht tu gut tun, ist es vielleicht auch an der Zeit, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist, auch wenn sie manchmal unangenehm ist für uns, unsere Verantwortung. Es ist unser Leben, nicht das Leben deines Chefs, nicht das Leben deiner Kollegin, whatever. Es ist das eigene Leben. Und die Frage ist halt immer, was wollen wir? Wollen wir schmerzvoll, ohne Energie aus dem Bett gehen? Oder wollen wir vielleicht alles dafür tun, vielleicht wieder eine Basis zu errichten, wo wir Stück für Stück für uns einen Weg herausfinden, indem wir uns darauf fokussieren, was uns gut tut. Ja. Ja, absolut, absolut gut tut und eines meiner Lieblingsworte, Genuss. Genuss in Ja. alle Richtungen und Varianten. Und Genuss bringt uns in die richtige Balance. Und das ist sowohl Bewegung als auch Ernährung, als auch von mir aus das Stück Kuchen dann zu essen, solange es Genuss ist. Unser Leben soll Genuss sein. Genau, und Welches auch anderes Ziel könnten wir sonst haben? Ja, und es auch Entschuldigung. zelebrieren. Nein, nein, ich habe dich Ja. unterbrochen. Ja, es Das, ist genau das, ja. zelebrieren, diesen Moment. Ey, wir haben nur diesen Moment. Wir können auch morgen vom Bus überfahren werden. Diese aktuelle Zeit zeigt uns doch, wir haben diesen Moment. Wenn morgen irgendwas passiert, dann möchte ich doch zurückdenken und sagen, ja, du hast mich mal gefragt, am Ende meines Lebens, was der Buchtitel meines Lebensbuches wäre. Geile Zeit, habe ich spontan Ja. gesagt. Und ich habe da wirklich ab und zu noch mal drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich der Titel. Wenn wir abends im Bett liegen, egal was passiert ist, Leben ist nicht nur Friede, Freude, Einhorn, Glitzer. Aber am Ende des Tages, wenn wir im Bett liegen, dürfen wir daran denken, oh, das war richtig gut, das, was ich Punkt, Punkt, Punkt gemacht habe, egal was das war. Das ist der Lebensinhalt.
Und das darf sich durch alle Lebensbereiche ziehen. Ja, du sagst es genau, es darf gut tun. Es darf gut tun. Und wenn wir am Ende des Tages einfach merken, das war ein blöder Tag, einfach mal sich zu überlegen, was denn wirklich so. Denn ganz oft ist es ja auch so, dass der ganze Tag gut war, dass wir eine gute Zeit hatten und dann passiert vielleicht ein, zwei Dinge. Wir gucken uns vielleicht die Tagesschau an oder was auch immer. Und da sehen wir dann vielleicht irgendwas, was uns nicht so gut tut, was uns runterzieht. Und dann ist der ganze Tag auf einmal total im Eimer. Und ganz gleich, was so die Routinen des Einzelnen sind, die müssen wir nicht ändern. Also das heißt nicht, du musst die Tagesschau nicht mehr gucken. Das heißt nur, du darfst einfach für dich entscheiden, ist dein Leben wegen einer Information, ist dein Tag wegen einer Information wirklich so wenig wert, so schlecht, dass du das für dich selbst in dein System reinlädst und dass du es zulässt, dass dein ganzer Tag deswegen ins Negative rückt. Ja. Genau. Ja, und die Motivation. Genau, Entschuldigung. Ja, die Motivation darf einfach aufrechterhalten werden, wollte ich sagen. Vielleicht hattest du einen ähnlichen Gedanken. Ganz genau. Also die Motivation und auch die Energie daraus einfach für sich zu nutzen und zu sagen, hey, yes, also ja, ich kann das nicht ändern. Wir können so viele Dinge nicht ändern in unserem Leben. Und was ich aber ändern kann, ist alles, was mit mir zu tun hat. Alles, was mit meinem Kopf, in meinem Kopf, mit meiner äußeren Hülle, mit sämtlichen Schaffenselementen zu tun hat, kann ich beeinflussen. Ich habe einen Einfluss. Wir haben so oft stehen wir da und sagen, oh, ich bin hilflos. Ja. Dann konzentrieren wir uns auf die Dinge, wo wir nicht hilflos sind. Das ist wir selbst. Absolut. Yes. Ja, cool. Absolut. Ja, liebe Anne. Jetzt haben wir echt viel gequatscht. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du noch da bist. Ich bin schon so gespannt, welche Inspiration und Motivation du für dich aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Lass mich so gerne daran teilhaben, indem du ganz kurz unter dem heutigen Post auf Instagram zu dieser Folge mir deine Gedanken da lässt. Erzähl mir auch sehr gerne, wie dir das Gespräch insgesamt gefallen hat, ob dir das Format auch gefallen hat. Und ja, falls du die liebe Anne noch etwas näher kennenlernen möchtest und dich vielleicht jetzt fragst, irgendwoher kenne ich den Namen, könnte es sein, dass du bereits ein Interview mit ihr gehört hast. Denn ich durfte Anne bereits im letzten Jahr einmal interviewen, wo es ganz intensiv darum geht, wer sie persönlich ist, welche Arbeit sie macht und welchen Weg sie bis dahin gegangen ist. Und ich werde dir natürlich diese Folge nochmal verlinken. Also falls du nochmal Lust hast, ein bisschen mehr pure Anne zu erleben, dann hör dir sehr gerne diese Podcast-Episode noch einmal an. Und ansonsten freue ich mich über den Austausch, freue mich von dir zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.